Hallo, grüße euch. Das heutige Thema: Wie kauft man ein Haus in Paraguay? Bleibt dran. So, Paraguay Live, ich bin der Pitt, habe 20 Jahre Erfahrung in Paraguay und werde euch gerne diese Frage beantworten. So, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten und die erste Möglichkeit ist, eine gebrauchte Immobilie zu kaufen. Also ein gebrauchtes Haus, was natürlich also sehr populär sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, als auch in Österreich ist, einfach, ich denke, aus finanziellen Gründen. So, gebrauchte Immobilie. Ich lebe hier schon 20 Jahre in Paraguay und möchte euch diese Möglichkeit nicht unbedingt empfehlen. Ja, also ich sage mal, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich diese Möglichkeit ist einfach nicht empfehlenswert. So, warum? Ich bin der Meinung, dass die Bauvorschriften, ja, vor allem die Bauqualität in Paraguay, ja, ganz anders ist als Deutschland. Das heißt, letztendlich, die meisten von euch erwarten einfach ein anderes Haus, als im Prinzip der Fall ist in Paraguay. Also meistens die Bauqualität wird, ich sage mal, nicht so gut wie erwartet. Und vor allem, was oder wo die Probleme sind, ist natürlich die Baufeuchtigkeit. Das ist ein Riesenproblem. Deshalb meiner Meinung nach, diese Möglichkeit, eine Gebrauchtimmobilie zu erwerben, müsst ihr einfach schnell vergessen. So, die zweite Möglichkeit ist praktisch, ihr kauft als Investor. Also ihr wollt oder möchtet gerne das Haus, das Kapital in Paraguay investieren und ihr kauft ein Neubau von einem Bauträger und investiert euer Geld. Die zweite Möglichkeit, ihr investiert als Investor, das heißt, ihr kauft das Grundstück inklusive Haus und tut das Haus vermieten. Diese Option, diese zweite Option, finde ich persönlich sehr attraktiv. Warum? Weil letztendlich die Preise in Paraguay steigen, der Guarani, also die hiesige Währung, der bleibt stabil. Und der dritte Grund, in Europa bricht mehr oder weniger alles zusammen, das Geld wird viel weniger wert. So, deshalb, wie gesagt, wie in meinem Fall, ich habe immer im Prinzip das Kapital, was ich ja hatte, immer, fast immer in Immobilien investiert. Ich kann nur sagen, es ist wirklich sehr gute Investition und vor allem, man hat mit Inflation wenig oder gar nichts zu tun. Daher meine Empfehlung natürlich, falls man das nötige Kleingeld besitzt, natürlich investiert ihr so oder so in Immobilien in Paraguay. So, ich komme gleich dazu, wie man ein Haus kauft, gehe aber zu der dritten Möglichkeit. Das heißt, ihr erwerbt das Haus als Selbstnutzer. Das heißt, ihr zieht nach Paraguay um, lässt das Haus bauen bzw. kauft von einem Bauträger, was auch empfehlenswert ist. Ihr kauft ein schlüsselfertiges Haus inklusive Grundstück, inklusive alle Nebenkosten. Und wie macht man das? Das erzähle ich euch jetzt. Musik.
So, also in allen drei Fällen ist es notwendig, einen notariellen Vertrag abzuschließen. Was aber in Paraguay besonders wichtig ist, ihr müsst bitte auch wirklich den Verkäufer kennen bzw. auch Vertrauen zu ihm haben. In Paraguay sind die Vorschriften etwas anders, in Anführungszeichen, sag mal. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr in Deutschland seid, in der Schweiz oder in Österreich. Es ist komplett anderes System, glaubt mir das. Daher die Betonung eben hier, erwerben, was sicher ist. Das ist das Wichtigste, um euer Geld natürlich nicht ganz schnell rauszuwerden. Also, notariellen Vertrag bei wirklich einem Notar oder einer Notarin ihres Vertrauens oder auch von dem Verkäufer. Ihr könnt auf jeden Fall vergleichen. Es gibt auch ein Register von den Notaren. Aber wie gesagt, das A und O ist, dass ihr auf jeden Fall Vertrauen zu dem Verkäufer habt. Das ist bitte das Wichtigste, wo ihr nachher sicher seid, dass euer Geld nicht einfach fort ist. Und das können wir euch als Paraguay Live Team in diesem Fall, wenn ihr von uns erwirbt, auf jeden Fall garantieren. So, ich hoffe, euch damit auf jeden Fall geholfen zu haben, eure Frage oder eine von vielen Fragen in korrekter Weise zu beantworten. Also passt auf, investiert das Geld und macht das auch richtig. Und zwar von den richtigen Personen. Wie auch immer, wenn euch das Video gefallen hat, einfach Likes nach oben, teilt das Video. An Bekannte, an Freude, an alle, die vielleicht in Paraguay auch ein Haus bauen möchten oder erwerben möchten, träumen davon. Wir sind auf jeden Fall das Paraguay Live Team an eurer Seite. Also bleibt dran und am Ende des Videos werde ich euch alle empfehlenswerte Videos bzw. Playlists aus unserem Kanal hier links mitteilen.